Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part Terraria. Wie immer mit Klaus. Also habe ich beide gedroppt. Nein. Das ist jetzt übrigens zu Terraria 1.2.4.1. Und wie immer mit Klaus. Ich heiße Apple Stream. Nein, das ist jetzt die Begrüßung für unser Dings. Zeremonie, Begrüßungs... Nein, unsere Zeremonie heißt nicht Klaus. Doch. Sie heißt Peter. Ja, du hast gerade Klaus gesagt. Oh, noch eine Sternschnuppe. Was? Ja, der Äpfelstream hat gerade schon eine Sternschnuppe Osten gefunden. Die hat er mir dann gegeben für Klaus. Okay, wir nennen das Ritual Klaus, meinetwegen. Du hast doch auch Klaus gesagt. Achso, wirklich, Alter. Also wir müssen jetzt als erstes das Wasser hier ableiten. Also so viele Blöcke abbauen, damit das Wasser abfließen kann. Okay. Gut, dann machen wir das mal. Aber wir können auch mal einen PvP-Kampf machen. Wollen wir mal einen PvP-Kampf nein. machen? Wollen wir nicht. Was ist da unten? Da unten war gerade irgendwas. Sonne hat gerade irgendwas geleuchtet. Ah, eine Blauqualle ist da unten gewesen. Oh nein, ich sterbe gleich. Wir müssen in diese Richtung graben. Nein, ich werde sterben. Oh, Alter, was? Wir dürfen nicht da graben, wo ich gerade gegraben habe, weil da ist doch das Seil. Oh Mann. Ja, ist irgendwie schon logisch, ne? Das Seil darf nicht unter Wasser sein. Was passiert dann? Ja, dann ertrinken wir doch, während wir in den Elevator sind. Aber wenn wir das die ganze Zeit runter machen, das Wasser, irgendwann ist das dann ja in der Hölle und dann löscht das Wasser. Da unten kommt Hölle. Aber noch mehr Wasser. Oh, ach ja, stimmt. Egal, dann löschen wir noch mehr die Hölle mit Wasser. Genau, wir löschen die Hölle mit Wasser. Logic. Ja, und sonst so? Hast du Fackeln? Nee. Oh, komm. Warum hast du keine Fackeln? Was heißt sparen? Ah, okay. Ah, klar, mich natürlich. Wie viel Abwehr hast du eigentlich? Ich habe 3 Abwehr. Ein Abwehr ausrüstbar. Nein, ich habe 2 Abwehr. Also weil ich keine Schuhe habe oder so. Ach, es gibt gar keine Schuhe. Ach komm, gib mir mal eine Fackel oder einen Schleim. Ja, mach ich. Warte. Ja, es reicht. Aha, auch interessant, wie du es hier ableitest. Okay. Eigentlich ist es gar nicht so interessant, aber egal. Habe ich noch... Ja, ich habe noch Leuchtstäbe. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also eigentlich in diesem Zeitraum von Terraria kann man auch nicht viel machen. Du könntest aber einmal erkunden. Geh mal ganz weit nach rechts und guck, was da ist. Da ist das Eisbiom. Ach so, ja, ach ja, stimmt. Nimm mal ein paar Schneeblöcke mit. Sind die wichtig? Da kann man sich Schneebälle draus machen. Kann man die werfen? Ja. Die sind wie viel Schaden machen die? Wie viel Schaden machen die? Antworte so, mir, ignoriere mich nicht. Okay, warte mal kurz, Cut oder so. Nach diesem kurzen Cut ist der Zanja nun endlich wieder da. Ja, ich war irgendwie lange weg. Also es geht. So. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich das mit dem Seil viel zu falsch gemacht habe. Das könnte man so einfach machen. Aber ich, nein. Ich mache es natürlich viel zu kompliziert. So ist es richtig. Nie auf die leichteste Weise. Es wäre sonst viel zu einfach. Genau. Wieso hängt hier das Laub von den Bäumen so runter? Das sind andere Bäume. Okay. Finde dich damit ab. Die armen Bäume können doch nichts für ihr Dasein. Es tut mir leid, Herr Baum. Entschuldige dich nicht bei mir, entschuldige dich bei meinem Vater, ja. Ich habe mich doch beim Baum entschuldigt und nicht bei dir. Ach ja, okay. Das läuft auf selbe hinaus, weil ich ein Apfel bin und Äpfel fallen vom Baum. Aber sie sind keine Bäume. Sie werden aber Bäume. Ja, aber sie sind keine. Jetzt habe ich einfach einen. Oh, endlich, ich habe das Wasser wegbekommen. Okay. Ich schmatze irgendwie immer so seltsam.
Keine Ahnung, das mache ich irgendwie einfach so aus Spaß. Ich bemerke das nicht mehr. Ich habe ein Erz gefunden in meinem Elevator. Was für eins? Led. Lied? Also L-E-A-D? Ja, denn halt Lied. Ich sag Led. Ja, das habe ich auch schon mal gefunden. Ich habe schon ganz viel davon. Ich habe ungefähr 12 Barren oder so. Das ist nichts Besonderes, das Erz, oder? Hast du mal nicht gesagt sogar? Naja, also für den Anfang doch. Weil das ist die erste Rüstung, das ist eigentlich die zweite Rüstung. Mach mal oh Mann, das hättest du mir sagen können, da hätte ich das mitgenommen, deswegen habe ich das so einfach... Und jetzt kann man sich eine gute Rüstung lassen. Machen, eigentlich. Also für den Anfang. Du meintest so, dass das nichts Besonderes ist, dann habe ich es da einfach gelassen. Ach so, nein, das war Zinn, was ich meinte. Oh. Nein, ich habe in der Mine da bei uns noch was gefunden. Mit der nächsten Kiste? Ja. Ich bereue es ungemein. Mir egal. Darf ich die Kiste haben? Nein. Das auf gar keinen Fall. Die Kiste lass sie da ist einfach so stehen. Geil, lass sie da einfach stehen. Lass sie da einfach stehen. Okay. Guck sie dir nicht an. Wenn ich eine Bombe hätte, würde ich jetzt auf die Kiste werfen. Lass sie da einfach. Ja, diese Kiste. Ist das bei mir im Hintergrund ein Canyon? Wenn man tiefer in eine Höhle geht, dann kommt es. Nein, im Hintergrund ist... Da ist so eine orange Landschaft. Oh, scheiße, dann kommst du näher an die Crimson. Aber ich bin nach rechts gelaufen und nicht nach links. Na und? Es gibt ja nicht oh, ist sie in beiden Richtungen? Natürlich. Die umzingelt uns dann sozusagen. Scheiße, die ist sogar ziemlich nah, dann denke ich ja. Mal. Ja, renn lieber weg vor der Crimson. Die Crimson ist echt nichts Schönes. Komm lieber und hol deine Kiste ab. Die ist richtig geil. Die ist richtig extrem geil. Was ich habe keinen Teleportationsring mehr, weil ich den benutzen wollte... Um dir zu trotzen. Du Idiot, ich habe 4 Stück davon. Die Musik wird auch komisch gerade. Ja. Die wird so Elektro irgendwie. In der Crimson ist die Musik echt verstörend. Na, kann auch sein, dass ich nur die Nummer Die Musik ist in der Crimson am allerverstörendsten. Der Bosskampf ist ja noch ganz cool, aber in der Crimson ist die echt verstörend. Vor allem der Bossgegner aus der Crimson ist das Allerschlimmste. Also wenn wir den bekämpfen, dann werde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, ein bisschen, keine Ahnung. Aber es ist nicht schön, den zu bekämpfen. Das sage ich dir schon mal gleich. Er ist schwer, gruselig und keiner mag ihn. Okay. Komm lieber schnell nach Hause. Er ist mir sympathisch. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin sogar schon näher. Wer ist der sympathisch? Der Boss. Warum? Oh, weil niemand ihn mag, so. Ich mag so Mobbing-Opfer. Alter, der Boss ist das ekelhafteste... Na, okay. Das zweitekelhafteste in Terraria. Die Crimson generell. Ich hatte das Glück, mit einer Corruption angefangen zu haben. Mein Terraria ist mit einer Corruption wirklich angenehmer, muss ich sagen. Ich suchte dann mal... Wir können ja in irgendeinem Part, wenn wir den Boss in der Crimson besiegt haben, ja mal den Boss in der Corruption besiegen. Und du wirst sehen, Corruption ist ganz anders als Crimson und Crimson mag niemand. Mal sehen, was die Crimson ist dieses mit den Fleisch und Blut und Tod und alles. Ne? Ah. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. So. Also. Was denn? Also wenn ich du wäre, ich wäre so neidisch. Wieso? Naja, sagen wir mal so, ich habe was Tolles gefunden. In einer Truhe. Nein, die Truhe gehört doch dir. Was denn? Topaz. Habe ich auch schon gefunden. Aber ich habe extrem viel gefunden. Oh, okay. Weißt du, was ich mir daraus jetzt machen werde? Nein. Etwas sehr, sehr Tolles. Ich habe mir vergessen, was man damit machen kann. Ich bin so behindert. Ich passe einfach nicht auf. Komm ich nehme nach Hause, das nur so als Randnotiz dir. War immer. Komm nach Hause, dann zeige ich dir. Du bist ja auch gleich da. Ich bin da. Komm mal mit. Hier unten ist irgendwo deine Kiste. Okay. Genau, hier im See ist deine Kiste. Ich glaube mir auch, dass du nur geblufft hast. Was habe ich? Ach so. Nein, ich habe wirklich was ganz Cooles gefunden.
alles ausräumen erstmal. Okay. Okay, und jetzt habe ich einen verzauberten Bumerang. Okay. Wie viel Schaden? 15. Cool. Plus 15% aber noch und plus 5% kritische Trefferchance und plus 15% Rückstoß. 13 Bomben, ja, die hättest du dafür gebrauchen können. Und was soll noch so drin? Keine Ahnung. Hey, Engelstatue. Du könntest ja vielleicht mal zu mir schauen. Ach ja, stimmt, das Ding kann man sich da auch aus der craften. Aus dem Topaz. Bist du nicht neidisch, weil ich einen Grappling-Hook habe? Nein, nicht wirklich. Der wird später noch so unglaublich gebrauchbar. Ich brauche ja auch nur noch 5 davon. Was stimmt das Wort du? Nur noch dabei? Zanyan, du sagst doch immer, ich bin so asozial. Aber Zanyan, ich habe doch ein Geschenk für dich. Hey, wann sag ich denn, dass du asozial bist? Du sagst, ich bin voll fies und so. Guck mal, was ich dir geschenkt habe. Dankeschön. Du musst ihn nur im Inventar haben und mit E, glaube ich, kannst du den benutzen. Nur im Inventar haben? Ja. Lol, das ist ja praktisch. Okay. Ist doch voll nett, oder? Wie viel hast du denn gefunden? Ja, ist es wirklich. Ich habe richtig viel gefunden. Ich habe mir einen Saphirhaken gemacht. Ich glaube, der ist besser als der Topazhaken. Später kann man noch welche machen. Da hat man dann 2 Stück. Da kann man 2 Stück schießen. Das habe ich im Trailer gesehen. Nein, nein, nein. Ich bugge. Hilfe. Nein. Tja. Och, Manu. Egal. Ist mir egal. Ich habe ja schon einen Mana-Stern von daher. Ja, stimmt. Ich habe noch gar keinen. Und ich habe jetzt einen Bumerang. Es gleicht sich doch dann bald irgendwie raus, oder? Mhm. So ein bisschen. Ja, ich mag den Bumerang, der ist cool. Nein! Alter, nicht, wenn man ihn so weit wegwirft. Der Bumerang ist halt, das hat das Problem, er ist nicht so schnell. Ich guck mal beim Guide, was wir uns noch alles so machen könnten. Also wir hätten uns aus dem Zeug, was wir bekommen hätten, erstmal halt die Grappling Hooks machen können. Stimmt's? Die sind cool. Warte, braucht man... Nein, ach Mist, scheiße. Ich glaube, mit Topaz und Zinn hätten wir uns einen Zauberstab machen können. Ja, also das mit diesen komischen Gems kann man sich Zauberstäbe machen, diese Grappling Hooks, und Laserschwerter. Laser. Oh, ich möchte ein Laserschwert haben. Ja komm, das werden wir auch erst sehr, sehr spät kriegen. Ja, ist mir schon irgendwie bewusst. Ich habe noch eine Linse. Aber ich finde es toll, dass wir jetzt einen Grappling-Hook haben. Das ist sehr schön. Ich glaube, ohne dich würde ich so einen Grappling-Hook... Wie kann ich eigentlich machen, dass ich nicht mehr einfach springen oder so? Ich finde ihn toll. Ich gehe mal wieder runter in den Elevator. Also komm, ich mag das, dass es so schnell geht irgendwie. Man findet echt geile Sachen im Elevator, stimmt's? Ich möchte dann auch mal... Oh, wir haben sogar noch 10 Minuten ungefähr, Leute. Ich brauche noch ein paar Seile. Das ist mein Problem. Hast du Seile? Ich kaufe mir einfach welche. Was ist mit deiner Kiste so drinne? Wow, der Zombie-Arm. Der Zombie-Arm ist tatsächlich cool, also am Anfang oder so. Oh, du hast meine Karotte. Die habe ich denn nicht mal reingelegt, von daher. Ach ja, stimmt, das war ich. Ach, egal. Oh, Glühwürmchen. Fang Glühwürmchen. Wir können ja jetzt fangen mit dem Grappling Hook. Guck. Bam. Glühwürmchen ein. Wie viele? Oh, ich hole mir jetzt einfach ganz viele. Ja, kauf dir ganz viele Seile. Wir müssen noch unglaublich tief. Ich kaufe mir so viele, bis ich noch 20 Silber habe. Das ist gar nicht mal so viel. Okay. Und ich habe... Ich kaufe mir noch so viel, bis ich nur 15 Silber habe. Okay. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Ich habe jetzt eine Fliege. Ich meinte ich habe jetzt eine... Warte, wie heißt das Ding? Firefly. Was heißt das auf Deutsch? Ein Glühwürmchen. Genau, Glühwürmchen war das Wort. Oh, ich weiß noch, als du mir das so vorgelesen hast. Also es gibt da Feuerfliegen. Ja, das war irgendwie lustig. Ja, Feuerfliegen ist echt ein behindertes Wort. Oh, mein komisches Grasteil ist nachgewachsen. Smoke weed every day. Leute, ich habe 2 Recall Potions auf einmal. Sehr schön. So, ich habe noch ein bisschen Sand. Ich frage mich aber, ob das reicht. Ich glaube aber schon.
Ja, der Sand reicht auf jeden Fall. So, Glas. Belebt wieder. 15 Minuten Dauer. Hä? Also wenn ich nehme, kann ich 15 Minuten lang wiederbelebt werden? Nein, also, du kannst 15 Minuten lang kriegst du einfach nur, heilst du dich. Dauerhaft. Oder wie? Darf ich das verstehen? Das gefällt mir. Okay. Warte, ich tue es mal dahin. Ja, das ist besser. Wie gefällt es dir? Lol. Gefällt mir gut, irgendwie, denke ich. Erinnert mich an Zelda. Und ja. 123 Rooms. Was? Okay, es ist nichts Besonderes. Ein Zombie hat gerade einen Ausrüstungsgegenstand fallen lassen, der mir extra Abwehr gibt. Was denn? Eine Fessel. Achso, okay. Ist das gut? Ich zeig's dir mal. Guck hier. Ich habe auch eine... Achso, die hast du mir gegeben. Gib die mir mal kurz wieder zurück, ja? Die kann man so ausrüsten, da hat man extra Abwehr. Bitte, gib die mir zurück. Ja. Danke. Und ich habe gerade die macht plus 2 extra Schaden. Das heißt, mein Boomerang macht jetzt nicht 15, sondern 17 Schaden, glaube ich. Okay, komm, hier, warte. Da ist noch Ropes und dann weiter. Los. Ja, ich muss da mal mein Zimmer ein bisschen aufräumen. Oh, danke. Ropes. So. Dum. Zack. Dum. Ich mache mir mal, glaube ich, ein paar Fackeln. So. Ja, noch ein Trick. Mach mal so, du krebst immer rechts und ich grab immer links. Mhm. Das ist lustig. Und es geht auch vor allem mit späteren Spitzhacken. Wow! Achtung! Ich guck mich mal ein bisschen um. Also hier haben wir Sand. Da unten ist, glaube ich, Eisen. Oh nein. Erkunde du mal die Höhle hier links. Ich tue hier mal den Elevator versuchen zu reparieren. Wieso reparieren? Ach, geht das durch Wasser durch? Ich weiß es nicht. Okay, warte. Ich mache ihn auf jeden Fall erstmal fertig, so. Ja, okay, geht schon. Erkunden wir erstmal die Höhle, oder? Ich bin so dumm im Fackelplätzchen, das... Oh, so. Nein, oh mein Gott. Du hast jetzt eine gute Waffe. Also, ich meinte den Bumerang. Mhm. Wieso habe ich gerade Schaden bekommen? Wegen Sand. Okay. Wieso kann ich kein... Oh, jetzt habe ich auf einmal zwei Fackeln platziert. Das Fackelplatziersystem gefällt mir in diesem Spiel nicht. Man gewöhnt sich dran, das geht schon mit einer Weile. Aber in Minecraft ist es echt angenehmer, das stimmt schon. Da unten tut einfach eine Qualle irgendwie Dubstep tanzen. Oh, das wird in der Nachbearbeitung richtig zum Bearbeiten. Lustig. Ich freue mich schon auf die Nachbearbeitung. Ich mich auch. Oh, schade, dass der Part erst viel später kommen wird, als wir ihn aufnehmen. Mhm. Nice, yes, ja. Wie lange geht der Part noch? 4-5 Minuten so. Ja, geht schon. Zack. Bam. Was ist denn da hinten, hinter der Mauer? Aber auf jeden Fall, hier ist Tungsten. Das nehme ich mit, weil Tungsten ist gut. Oh, bei uns hat es gerade irgendwie geklingelt an der Tür. Aber das ist nicht... Oh mein Gott. Ach so, ja, okay. Vielleicht ist es der Postbote. Ich habe Angst vor Postboten. Okay. Na, das war natürlich eine Lüge. Natürlich habe ich nicht Angst vor Postboten. Es wäre auch ein bisschen komisch. Aber ich komme da nicht lang. Eigentlich. Ich grab mal hier ein bisschen weiter. Hast du dir den Begriff Elevator eigentlich selbst ausgedacht, oder? Nein, das sagt das wirklich so. Alle Terraria-Spieler sagen gänglicher Begriff. Ding Elevator. Oh nein, ich glaube... Ja, wir kommen hier in Wasser rein.
Scheiße. Warte. Nein. Nicht weiterbauen. Ich mach das einfach mit. So, okay. Ah ja, sehr gut. Stimmt ja. Das geht nur mit Lava nicht. Da wäre auch ein bisschen schlecht reinzuspringen. Ja. Aber später kommen wir noch in Nähe von Lava. Das ist auf jeden Fall so. Oh nein. Ziemlich tief, oder? Ich mache ja für einen Gang drüber. Ich habe ganz vergessen, dass man durch Wasser bauen kann. Weil mit Lava geht das nämlich nicht. Oh. Was war das? Ich glaube, das war ein Wurm. Okay. Oh. Was ist? Ja, was ist? Ach, das Riesenwurm. Okay. Der macht ein komisches Geräusch. Ja, der gräbt sich so lang. Ich töte den immer mit meiner Spitzhacke, weil ich zu faul bin, zu meinem Schwert zu wechseln. Okay. Die Münzen von dem sind einfach in der Wand. Ach, du hast ihn schon getötet. Ja. Nein! Wie wir beide drauf reinfallen. Nein. Scheiße. Ja. Ja! Was denn? Hier sind Rubine. Ich heiße Ruben, ich darf die Rubine haben. Also was diese war da Kiste drin? War Jackpot. Was denn? Diese Kiste war so extrem cool. Weißt du, was da drin war? Also da drinnen waren erstmal ein paar Bomben. Das Übliche einfach. Ein paar Bomben, ich glaube. Ja, nichts Besonderes. Aber vor allem, weißt du, was hier drin war? Du kannst jetzt meine Recall Potions haben, alle. Ich brauche die nicht mehr. Oh, nee. Ich habe die Magic Mirror. Oh. Na, ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme hier, oder? Ja, das wäre eigentlich ziemlich passend. Na dann, okay. Ich möchte nur einmal hoch und nochmal runter gehen. Okay. Im Elevator, ich mag den. Ich habe die Magic Mirror, den kann man unendlich benutzen. Der hat keine Nachteile, null. Das ist so geil. Whee. Oh, das ist so cool mit dem Elevator. Das gefällt mir. Aber ich komme gerade nicht mehr raus. Okay, so. Nein, ich... Okay. Egal. Okay, dann enden wir jetzt hier im Part und dann bis zum nächsten Mal. Terraria mit dem Apfel und der Eidechse. Au revoir. Oder so. Au revoir. Ciao. Hui.